couldn't bring yourself to kill me before, and I don't believe you'll destroy me now. You underestimate the power of the dark. Willkommen zurück bei Watch Dogs. Wir sind jetzt immer noch hier in der Mission. Wo ich glaube, im letzten Video, wo ich dann zweimal, ja, kann sein, gescheitert bin. Und wir sind immer noch hier, wo wir die ganzen Cops ausschalten sollen. Und das werde ich auch machen, hoffentlich auch, sag schon, überleben. Wir haben nämlich auch unsere, der Sprengsatz, der war nicht gut. Meine Lieblingswaffe, die AK-47, genau. Die AK-47 habe ich diesmal. Und die hat schon einige Kraft. Was ich hier auch gelesen habe in dem Spiel, die soll angeblich durch Deckung durchschießen können. Na komm raus, komm raus. So, das war's mit dem Scheißbulle. Okay. Das ging aber nicht schnell bei dir. Bei mir geht das nicht so schnell. So, den hätten wir und da hinten kommen wieder welche. Nehmt ihr auch jetzt mal mit den Gegnern? Die wird aber ganz schnell leer, die Waffe. Das muss ich schon mal so sagen. Alle ausgeschaltet und Mission beendet. Jawohl. Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Okay. So. Fahren wir da mal hin. Aber erstmal tun wir die alte umnieten. Und den Ram. So. Oh, schon wieder eine getötet. Naja. In der Tat, das war ein. Also ich glaube, als Taxifahrer bin ich ziemlich ungeeignet. Okay,
finden wir den Mistkerl und bringen es hinter uns. Okay, und die heißt jetzt Sand im Getriebe. Mal gucken, wie schnell die geht. Würde ich jetzt noch an einem Video schaffen. Geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. So, die soll jetzt irgendwo in diesem blauen Kreis sein. Dunkle Haare und Brille. Und sie trägt ein armes Mädchen. Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte. Perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt lösch diese Daten. Ich bin Dadsec, Aiden. Wir glauben an frei zugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Okay, Helena. Nun zu dir. Okay. Das hatten wir doch alles schon. Ich brauche was für diesen Monat. Ich habe immer zurückgezahlt, oder? Darum geht es nicht. Ich verspreche dir, ich Telefon, den ich haken, okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich hab seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten. Wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Wo bist du, Angelo Tucci? Da bist du ja. Angelo Tucci. Der Mann organisiert. Und den soll man jetzt also ausschalten, oder wie, oder was? Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Raus hier! Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Ja, dafür brauche ich jetzt keinen Wegpunkt. Ich wollte nur mal sehen, wo der gerade ist, so. Damit ich weiß, wo er langfahren fährt.
Typen, Bodyguards, Gangster, was haben möchte. Sehen wir uns dann im nächsten Part. Und die Macht ist mit euch. Immer.